Hi. Hallo, geht's euch gut? Ja? Hoffe ich doch. Okay. Ich werde keinen Vortrag machen. Ich werde euch was erzählen. Ich erzähle euch ein wenig von meiner Geschichte zu Beginn. Und dann ein wenig darüber, was mich unterstützt hat auf meinem Weg. Und vielleicht kann meine Geschichte dir wirklich Mut machen, dich und dein Leben in all seinen Facetten anzunehmen, zu lieben und dich der Welt zu zeigen. Okay, na, man sieht, da fehlt ein bisschen was. Also den Besser, mir fehlt das nicht, aber vielen, die mich sehen, fehlt da was. Mir geht es ein bisschen wie dem Nick, den kennt vielleicht der eine oder andere, der Mann ohne Arme, ohne Beine. Ich gehe auch am Spiegel vorbei und denke mir, wow, what happened? Ja, es ist für mich nicht wirklich wahrnehmbar, aber ich weiß, es ist für viele mit Fragezeichen verbunden. Im Alter von 8 Jahren erlebte ich einen Unfall. Ich hatte das Mädchen, was hier eben sich den Hund gewünscht hatte, da habe ich mich sehr erinnert gefühlt. Auch mein Herzenswunsch war in dem Alter ein Hund. Den habe ich auch erfüllt bekommen. Hatte den Hund nicht sehr lange. Wir sind spazieren gegangen. Er hat sich irgendwie, hat was gesehen, hat sich losgerissen, ausgerutscht auf den Bahnschienen. Ich hinterher, wollte ihn ja retten. Ausgerutscht und der Zug fuhr dann, ich hörte noch, wenn meine Schwester rief, Silke, pass auf, der Zug. Und da seitdem weiß ich nichts, also von dem Moment ab weiß ich nichts mehr. Er wachte dann wieder im Krankenhaus. Das ist die, ich sage mal, kurze Geschichte, weil mehr weiß ich auch nicht von dem Unfall. Ich habe später dann erfahren, dass der Hund wieder zurückkam und leider, das hat mehr weh getan wie alles andere, dass er dann dabei auch ums Leben gekommen ist. Okay. Wach geworden bin ich dann nach einigen Wochen im Krankenhaus, aus dem künstlichen Koma wieder rausgeholt worden. Und ich wusste, dass da jetzt was fehlt. Also ich wusste das und habe zur Bestätigung unter die Bettdecke geschaut, so ob da jetzt, da war so ein Korb drüber, ob das denn jetzt so ist. Das war so. Ich habe lange gedacht, das hätte ich geträumt oder ich hätte mir das irgendwo eingeredet. Mein Vater hat mir das bestätigt gehabt. Da war ich schon über 30, haben wir dann mal drüber gesprochen. Er hat gesagt, mein erster Satz war, als er reinkam, Papa, ich muss dir was sagen. Das ist nicht schlimm, das schaffen wir schon. Und das war auch mein Empfinden dazu. Also es war für mich kein Problem, kein Thema. Klar waren viele OPs, aber es waren eben OPs, die haben Schmerzen verursacht und danach ging es weiter. Also es war immer dieses, geh da durch und es ist gut. Ja. Natürlich, das war 1976, Medizin war noch nicht so weit fortgeschritten wie heute, wurden mir ein paar Überzeugungen mit auf den Weg gegeben, die im Grunde etwas hinderlich hätten sein können. Zum einen war es, also das habe ich schriftlich, fand ich immer sehr witzig, also ich wäre nicht heiratsfähig, ja, Kinder nicht, Kinder geht gar nicht, Berufung, ja, braucht sie nicht. Der Grund, der Tenor war Pflegefall auf ewig, also einfach aufgrund des gesamten Verlaufs. Das habe ich ziemlich schnell entkräftet, was die körperliche Mobilität anging. War ich relativ schnell wieder auf Händen unterwegs, habe mein Leben selbstständig gemeistert, habe dafür gesorgt, dass ich die Freiheit in der körperlichen Bewegung sehr schnell wieder erlangt habe. Mit der Überzeugung, keine Kinder bekommen zu können, bin ich ja, bis 21 durch die Welt gegangen. Habe ich also wirklich geglaubt, das geht nicht. Es wurden bei den OPs alle inneren Organe rausgenommen, das wurde mir erzählt. Und so bin ich damit durch die Gegend gewackelt. Bis zur Pubertät, dann bekam ich meine Tage. Dann sind wir zum Arzt, der hat gesagt, das geht, aber Kinder nicht. Ich sage, gut. Wieder weiter. Ja. Bis dann mein Hausarzt damals sagte, als ich geheiratet habe, willst du keine Kinder? Ich sagte, doch. Aber das geht ja nicht, also stellt sich die Frage nicht. Ich kann vielleicht eins adoptieren. Und dann sagt er, wir gehen mal gucken. Gab es ja jetzt mittlerweile Ultraschall. Der sagte, ist alles da, können wir machen.
Also theoretisch ist es machbar, praktisch, lass es bitte in der Uniklinik klären. Dann bin ich in die Uniklinik, die haben auch untersucht, haben gesagt, ja, ist machbar, aber bitte nicht. Dadurch, dass mein Vorderbecken Narbengewebe ist, würde das bei der Dehnung der Schwangerschaft aufreißen und sie gehen sehr davon aus, dass ich das nicht überleben werde. Damals bin ich dann aus dem Krankenhaus raus und habe gedacht, doch, das machen wir. Ich weiß ja jetzt, wie das geht. Und ihr holt es dann raus. Also das war klar. Es wird nicht auf natürlichem Wege, das ist ein Kaiserschnitt. Also das war aufgrund der Narbenbildung einfach klar, war auch für mich klar. Ich hatte ein sehr hohes Vertrauen in die Schulmedizin. Die haben schließlich mein Leben gerettet. Ja. Meine Tochter, die auch da ist, wo ist sie denn? Wohnt hier rum, da hinten. Mittlerweile 26. 35. Schwangerschaftswoche und alles in Ordnung. Das Ganze habe ich dann 4 Jahre später nochmal gemacht. Da war es dann nicht mehr der Professor, der die OP durchgeführt hat, sondern der Oberarzt. Also sie waren etwas entspannter. Das Ganze wurde dokumentiert. Mein Sohn ist mittlerweile 21 Jahre. Der wird 22 dieses Jahr. Also das Thema nicht heiratsfähig hat sich jetzt, glaube ich, auch erledigt. Ne? Also ich bin das zweite Mal verheiratet. Ich wäre eigentlich dreimal. Ich war, Liz Taylor war immer Vorbild. Also zweimal habe ich geschafft, das dritte Mal auch nicht. Nein, ich bin jetzt glücklich in der Zweisamkeit. War auch nie ein Thema. Auch in der Pubertät nicht. Es war nie für mich ein Gedanke in mir, der gesagt hat, aufgrund der Behinderung oder des Fehlen des Beines findest du keinen Mann. Andere Mädchen hatten auch Probleme mit ihrem Körper, haben sich nicht wohlgefühlt. Also ich habe das nie aufgrund der Behinderung irgendwo umgesetzt gehabt. Ja? Beruf war ähnlich. Irgendwann war klar, ich werde doch was arbeiten können. Dann ist natürlich klassisch Büro, Rollstuhl, ja, Büro. Ich wollte Sozialarbeit studieren. Da wurde mir gesagt, das kann ich zwar studieren, werde aber nur im Büro sitzen. Dann habe ich gedacht, ich bin da sehr pragmatisch, dann studierst du gar nicht erst, weil Büro kann man auch ohne Studium. Okay, dann habe ich Bürokauffrau gelernt, war da einige Jahre unterwegs, auch in der Sachbearbeitung, war sehr spannend, also viel Weiterbildung. Und habe dann 2007 oder 2006 doch den Schritt in die Sozialarbeit getan, ohne das Studium. Also auch das ist möglich, ne? Kinder, nicht immer der schulische Weg ist so wichtig. Habe seit 2007 jetzt junge Menschen und auch Erwachsene begleitet, Integration in Arbeit. Alles Menschen mit psychischen, körperlichen, manchmal auch geistigen Einschränkungen. Immer wieder so geschaut, dass sie wieder Teilhabe, wie das so schön nennt, am Arbeitsleben. Und das ohne irgendeine offizielle pädagogische anerkannte Ausbildung. Und das war, ja, war eine coole Geschichte. Also für mich gab es in diesem Kontext nicht wirklich eine Grenze. Das war eher Trotz, der da stark wurde. Wenn gesagt wurde, das kannst du nicht oder das geht nicht, habe ich gesagt, zumindest gedacht, wer sagt denn das? Wer ist so vermessen, mir zu sagen, was geht und was nicht geht, wenn ich es doch noch nicht probiert habe? Ich bin ja nicht du. Das war diese Geschichte, die einfach intuitiv schon bei mir drin war. Da habe ich nie lange drüber nachgedacht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ja, über meinen Körper. Also schon, dass ich schick ausschaue und so. Und die Haare sitzen und der Pickel auf der Nase stört. Ja. Aber ansonsten habe ich da mir keine weiteren Gedanken gemacht. Trotz allem gab es dann einen Punkt in meinem Leben, an dem ich auch noch mal anders hinschauen durfte, auf das Leben im Gesamten. Also ich hatte einige Begegnungen, ich sag mal mit dem Tod, von nahen Menschen, unter anderem meine Schwester, die 95 an Krebs gestorben ist mit 24 Jahren. Danach 2 Freundinnen beim Autounfall ums Leben gekommen. Bille, Lars sitzt da hinten, Bille im Wachkoma. Mein Neffe ist auch noch 2009 tödlich verunglückt mit 21 Jahren. Und ich hatte aber bereits 2002 meinen Kampf gegen den Tod und damit auch das Leben aufgegeben. Also ich war sehr am Kämpfen. Das Jahr 2000 war für mich
nochmal ein Hinschauen, was das Leben für mich wirklich bedeutet. Mir war klar, dass Behinderung in diesem Kontext vom Körper keine Rolle für mich spielt. Also in dem Moment, wo ich die Dinge annehme, ist es kein Thema mehr. Aber das Thema Tod in dieser Form, so viele Menschen zu verlieren in kurzen Zeitabständen in sehr jungen Jahren, das hat mein Verstand nicht mehr greifen können. Und von dem Punkt an habe ich gekämpft, und zwar gegen das Leben. Also es ging sehr rauf runter, ne? So heute leben, morgen wieder sterben wollen. Also es war eine Achterbahnfahrt über einige Monate, bis ich dann diesen Kampf aufgegeben habe. Was mir nochmal gezeigt hat, erst das Annehmen dessen, was wirklich ist, schenkt Freiheit. Also ich kenne viele und ich weiß, ich habe das auch selber probiert, ich habe, Freiheit ist mein Top-Wert, von Geburt an wahrscheinlich. Ich habe versucht, es in allen Bereichen zu leben, und ich habe auch Unabhängigkeit mit Freiheit verwechselt. Auch das war eine Phase. Und habe gelernt, dass ich in der tiefsten Bindung die höchste Freiheit finden kann. Und nicht in dem Kappen von Bindungen. Das war für mich sehr, sehr lehrreich. Danach hat sich für mich das Leben auch noch mal ein wenig verändert. Das, was ich intuitiv vorher erfasst hatte, hatte jetzt Bilder, Worte. Und ich habe lange überlegt, immer hin und her, was ist denn das im Menschen? Was ist der Unterschied? Wieso schafft es einer und der andere vermeintlich nicht? Wir schaffen es alle. Ja? Aber einer kriegt ziemlich schnell die Kurve. Der fällt und der steht wieder auf. Und andere verharren. Was ist der Unterschied? Was ist es verdammt nochmal? Ja, das war meine Frage. Und es ist Mut. War meine Erkenntnis. Dieser kleine Faktor, dieser drei Buchstaben Mut. Wir brauchen in unserem Leben Mut für so vieles. Und es ist vollkommen gleichgültig, ob wir an eine, jetzt hier sind wir ja auf den Seegesprächen, eine spirituelle Welt glauben, was wir hier tun, davon überzeugt sind. Im Alltag brauchen wir Mut. Wenn das Vertrauen noch nicht stark genug ist, brauchst du Mut. Und es sind die wenigsten Menschen, die ich kennengelernt habe, ich habe viele, viele begleitet und viele kennengelernt mittlerweile, die eine Übernachterfahrung haben, die so tief verankert ist, dass sie nur noch durch ihr Leben tanzen. Das sind die wenigsten. Ich muss gerade an Jim Carrey denken. Der ein oder andere kennt sein Erleuchtungsvideo sehr wahrscheinlich. Ja. Es ist immer wieder die Umsetzung im Alltag. Zu wissen, dass ich ein schöpferisches, unendliches Bewusstsein im Kern bin und es zu leben, das sind zwei paar ganz verschiedene Stiefel. Wir sind Menschen mit all unseren Fehlern. Von Perfektion war nie die Rede, habe ich nicht mitbekommen. Und wir sind schöpferisches und unendliches Bewusstsein. Das, was Dieter Bröers am Freitag gesagt hat. Ja, wir vergessen es gerne oder wir wissen es. Es ist nicht in unser System. Dann würden wir dieses Spiel des Lebens mehr genießen. Alles, was wir auch an diesem Wochenende gehört haben, das ist Wissen, das ist wichtig, Dinge zu wissen, um sich eine Meinung bilden zu können. Ändert es etwas an dem Alltag? Im Moment nicht. Wir erleben, was wir erleben. Es ändert in dem Moment was, wo wir die Verantwortung übernehmen. Und das erfordert Mut. Und die wenigsten Menschen haben die Verantwortung für sich und ihr Leben zu 100% übernommen. Das sind wirklich die allerwenigsten, auch wenn wir oft sehr einfach darüber sprechen. Was es in der Umsetzung bedeutet, es zu 100% zu übernehmen, bedeutet, da ist keine Ausrede mehr. Da ist gar nichts mehr. Da ist auch keine Bilderberg-Rothschild-Konsorten mehr. Das ist 100% Verantwortung, hier und jetzt in meinem Leben. Und wenn ich den Part habe, dann kann ich hingehen und dann werde ich mir auch bewusst, dass ich sehr wohl Mitschöpfer bin von allem, was hier geschieht. Aber dann trage ich hier die Verantwortung für all das, was sich auch gerade jetzt in unserem Leben zeigt. Und ich möchte im Grunde, ist es mir wichtig, die Gina hat das ganz toll gesagt eben, wie sie gesagt hat, was sie sich wünscht, glaube ich, war es irgendwo. Also sie wird erstmal dafür sorgen, dass sie glücklich ist. Weil nur wenn sie glücklich ist, kann sie auch
teilen. Dann kann sie ihr Umfeld auch glücklich mit beeinflussen, sag ich mal. Ja? Das ist im Grunde meine Botschaft. Das ist meine Botschaft, ist glücklich sein, ist eine Wahl. Und die triffst du in jedem Moment. In jedem Moment deines Lebens triffst du diese Wahl. Und das, was der Herr, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, Namen ist nicht immer so meins, aber der Herr im Vortrag vorher hatte, Dopamin, Serotonin, alles richtig. Das ist die Bedürfnisebene. Das ist unser Gehirn, der Teil, den wir nutzen. Du kannst glücklich sein, das ist ein Zustand. Das heißt nicht, dass ich so durch die Gegend renne und nur vor Freude schreie, das ist Freude. Es gibt Euphorie, es gibt Lust. Glücklich sein ist ein Zustand, der erreicht wird, wenn wir gewisse Dinge kultivieren. Außer du hast so ein Übernachterlebnis, dann melde dich bei mir. Ansonsten ist es Training. Es ist Training. Und es gibt aus meiner Erfahrung heraus, das mögen bei dir andere sein, meine 4 Qualitäten zum Trainieren waren das Kultivieren von Dankbarkeit. Mich jeden Moment wieder daran zu erinnern, wenn es da draußen noch so chaotisch ist, wie gut es mir gerade geht. Wir wissen das. Das ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Seligman hat Studien darüber veröffentlicht. Wir wissen all das und wir tun es nicht. Wenn man Mut umdreht, könnte man fast tun draus machen. Ne? Ja. Bei mir war es Dankbarkeit. Dankbarkeit, wirklich gelebt, verwandelt sich in Demut. Und dann wird es einfach. Eine weitere Qualität ist Freude. Lachen, tanzen, singen. Ich war gestern ein bisschen schockiert bei Cassandra Steen. War sehr viel Bewegung hier. Ja. Ah ja, hallo. Ja. Für mich ist Freude, das ist mein Ausdruck, das Leben zu feiern. Zu tanzen, zu lachen, zu singen. Dankbarkeit und Freude gehen, das ist wie die kleine Schwester der Dankbarkeit. Du kannst dich nicht freuen, ohne dankbar zu sein, und du kannst nicht dankbar sein, ohne dich zu freuen. Das ist gekoppelt. Ja? Dann ist es Humor bei mir. Ich lache total gerne über mich selber und vor allem über meine kreativen Verhaltensweisen. Oder ich sterbe immer kurz, bevor ich auf eine Bühne gehe. Ne? Ich sterbe wirklich. Also es ist der Hammer, frag meine Tochter. Die hat seit gestern Abend mit mir zu tun. Sie sagt, Mama, ich bin jetzt fremd und ich stehe vor dir und boah, die hat keine Beine. Was sagst du? Das üben wir. Ich vergesse das und deswegen vergesse ich oft meine Geschichte. Ja. Also für mich ist Humor entspannt das ganze System. Ja. Da behalten wir den Überblick ein wenig. Nimm dich und dein Leben wichtig, doch nimm dich nicht zu ernst. Das ist nicht gut für dich und für dein Umfeld auch nicht. Das macht keinen Spaß. Ja? Und dann ist es Mut. Und wenn du alles andere nicht hast, weder Dankbarkeit verspürst, und es gibt diese Tage, da sind wir nicht dankbar. Da sind wir einfach nur stinkig, beleidigt, zornig mit Gott oder was auch immer. Und keine Freude und nicht über dich lachen kannst, dann sei zumindest mutig. Und vielleicht ist Mut der erste Schritt, der dich wieder in die Dankbarkeit führt. Das ist das geht immer, Mut geht. Und wir sind alle mutig, wir sind mutige Wesen, wir sind so auf die Welt gekommen. Wir haben das nur oft vergessen. Mut ist nicht unbedingt diese Risikobereitschaft wie Bungee-Jumping oder Paragliding oder solche, sondern für jeden ist ja Mut individuell. Was für mich vielleicht kein Problem ist, mag für dich eines sein. Ja? Das ist so individuell und du selber weißt, wo der Schritt jetzt zu tun ist. Und es geht nicht ohne Handlung. Nichts im Leben geht ohne Handlung. Und wenn du nur anfängst, dieses, ich sag mal, bekloppte Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, tu es. Das ist ein Anfang. Rede nicht drüber. Ja, tu es. Das ist der Deal. Ohne Handlung geht nichts vorwärts in dieser Welt. Glücklich sein ist eine Wahl und es ist deine Wahl. Und wenn du das über Kontinuität praktizierst, mit Dankbarkeit, mit Freude, mit Humor, üb es. Das ist ein geiles Spiel. Mut. Dann gibst du dir selber die Erlaubnis, glücklich zu sein. Und es gibt nichts Wichtigeres im Moment als Menschen, die glücklich sind. Denn wer wirklich glücklich ist, unabhängig der reinen Bedürfnisbefriedigung, die ist cool, macht Spaß, ja, der wird einen anderen Menschen nicht mehr verletzen. Das hat die Gina sehr gut erkannt.
der wird dafür sorgen, dass es allen anderen gut geht. Und solange wir selbst im kleinsten Kreis das nicht mal hinbekommen, brauchen wir uns da draußen gar nicht beschäftigen. Was meine Botschaft, dahinter steckt natürlich dein schöpferisches, unendliches Bewusstsein. Vergesst es niemals, du bist frei. Ja, du kannst gar nichts anderes sein. Du bist wertvoll. Jeder Moment, den du hier verbringst, ist wertvoll. Mach dir das ruhig, gerne wieder bewusst. Jeden Tag. Ja. Leb dein Leben. Spiel dieses Spiel. Spiel es in Würde. Spiel es mit Freude. Und mutig. Das ist im Grunde meine Botschaft an dich. Und wahrscheinlich habe ich jetzt keine 60 Minuten gebraucht. Ich bin sehr kurz. Aber ihr dürft gerne noch Fragen stellen. Wenn ich jetzt was vergessen habe, fragt einfach. Fragen? Ja. Mutig? Brauche ich jeden Tag Mut. Ja? Es gibt ganz viele Bereiche, wo ich Mut brauche. Ich brauche Mut, mich zu zeigen. Das war ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob jemand die Liegestütz-Videos gesehen hat. Die sind ja so ein bisschen durch die Gegend. Das war für mich, das mich zu zeigen. Mich da jede Woche zu präsentieren, ohne irgendwie einen Grund auch nur zu sagen, no, geht nicht. Ich fühle mich heute nicht gut. Ja? Ne? Geht nicht. Einmal Kontinuität und halt aus, was kommt. Nicht alle mögen dich. Nicht alle finden dich toll. Es war sehr berührend, was gekommen ist. Es gab aber auch einige Strange. Das war Mut, zum Beispiel. Es ist Mut, war Mut von mir, brauchte ich ganz viel, um mich Konflikten zu stellen. Ob das am Arbeitsplatz war, in Beziehungen, ja, zu merken, da passiert im Grunde nicht viel. Ja, das zu lernen, das auszuhalten, was vom anderen kommt, ja, war auch. Ich denke mal, mutig, dass meine Kinder. Sammy, ne? Ja, also es ist immer unterschiedlich. Für manche Dinge brauche ich einfach, so wie jedes Mal wieder vor Menschen, brauche ich Mut. Da kann ich noch so viel Vertrauen in mir haben. Mut. Ja. Noch eine Frage? Meine Vision. Meine Vision ist der Kraftanker, sag ich mal, da wenn man ja diese Tage, wo man eben keinen Bock hat oder wo es einem auch körperlich mal nicht so geht, ja, dass man am liebsten liegen bleiben würde. Manchmal erlaube ich mir auch liegen zu bleiben, auch das ist okay. Ja. Aber in der Regel ist das meine Vision. Also ich habe ein paar Jahre gebraucht, aber das war, wenn wir so auf Visionssuche gehen, was ist denn das, was ich wirklich, wirklich will und warum bin ich hier und all diese Fragen, die uns umtreiben. Es fällt wesentlich leichter, die Antwort zu finden und ihr zu lauschen, wenn wir die Dankbarkeit, Freude, ne, Mut kultiviert haben, dann kommt das. Und das war auch bei mir, es war erst ein wenig erschreckend. Jetzt hängt da ein Bild. Wer kennt den Film I, Robot mit Will Smith? Wahrscheinlich hier keiner. Ne? Ihr müsst ein bisschen Fernsehen gucken, so schlimm ist es nicht. Ja, ein bisschen. Es gibt geile Filme. Ja? Also, The Last Samurai ist auch geil. Der ist hochspirituell. Also... Auf jeden Fall, bei iRobot ist ein kleiner Roboter, ich erzähle es kurz. Der kann träumen. Und es wird eine neue Generation Roboter hergestellt und die alten werden alle in so ausrangierte Eisenbahnwaggons gepackt. Und dieser träumende Roboter, der lässt sie alle frei. Ja, der reaktiviert die wieder und dann werden die alle frei. Der steht da oben, das ist mein Bild. War ein bisschen heftig, aber das war halt mein Bild. Ich sagte, okay, ich muss ja niemanden führen. Ich muss nur ein bisschen erzählen und dann kann jeder selber den Schritt gehen oder auch nicht. Also meine Vision ist wirklich, das ist die große dahinter, Freiheit zu leben. Ich hätte gerne einen freien, friedlichen Planeten. Dann dürfen wir auch gerne ein bisschen mit, wie bei den Videospielen, ja, ein bisschen rumspielen. Ja, aber ich denke, wenn wir wirklich alle, und das unabhängig, in welchem Kulturkreis wir leben, wirklich begreifen, wer wir wirklich sind, haben diese Spiele ein Ende. Und dann können wir uns entscheiden, so ein Spiel zu spielen. Und dann gehen halt ein paar da runter und spielen, was weiß ich, wie sie das heute machen, mit diesen, wo man sich die Farbkugeln dazu schießt. Dann spielen wir halt ein bisschen.
Ja, ist eine andere Qualität. Ja, aber es ist meine Vision. Ja, die gibt mir die Kraft, das Bild. Ja. Noch Fragen zu den Männern oder so? Soll ich noch was erzählen? Achso, ja, das vergesse ich auch immer, stimmt. Das Muttersein. Also ich habe das gut gemanagt. In den Zeiten, wo die ganz, also mini waren, wo die sie noch nicht sitzen konnten, hatte ich immer einen Mann. Ja? Als sie dann selbstständiger wurden, waren die wieder weg, so ungefähr. Nein. Nee, war wirklich so. Also wie die ganz klein war, war immer der Partner da. Und dann war ich lange, auch, glaube 9 Jahre alleinerziehend. Auch das ist eine Frage, ab und zu ist mir die gestellt worden, aber ich habe nicht anders wie du auch. Ich habe mich nicht anders gefühlt, gehe ich davon aus. Ich habe meine Kinder haben, was sie relativ schnell gelernt haben, war zum Beispiel, wenn sie vom Rollstuhl, also wie sie laufen konnten, weg, ne? Sind sie ja, wie Kinder das dann machen, die sehen was und rennen, die haben auf den Stopp reagiert. Das waren mal so 2 Situationen hier mit meiner Süßen. Die ist einfach auf der Fußgängerampel, aber auf der Hauptverkehrsstraße sitzen geblieben. Ich nie vergessen, 2 Jahre, oder knapp 2, setzt sich hin, bewegt sich keinen Zentimeter, die Ampeln auf grün und ich saß da super. Was machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, ich kann raus und sie reinheben, aber dann sitze ja ich unten. Das funktioniert nicht. Ich kann sie hochheben, aber falle ich raus. Das geht auch nicht. Also blieb mir nichts, und das ist der Unterschied. Mir blieb gar nichts anderes übrig, als sie einfach sitzen zu lassen und zu hoffen, dass irgendeiner aussteigt und sie rüberträgt. Und das hat auch der LKW-Fahrer gemacht und sie hat sich keinen Zentimeter stocksteif. Ja, du hast gesagt, ich darf alles erzählen. Und ja, und dann war es das aber auch. Ne? Also das waren so mal, ja, ich sag 2, 3 Situationen, aber im Grunde haben die das relativ, als wenn die das spüren mit Aufwachsen. Wäsche machen, all diese Sachen. Ich hatte nie eine rollstuhlgerechte Wohnung. Einmal haben wir im 2. Stock gelebt, da haben wir dann so Rucksäcke, da haben wir die Sachen hochgetragen, einkaufen, sie einen kleinen, ich einen großen. Wäsche in der Waschküche im Keller, Wäschekorb, Treppe für Treppe und dann wieder Treppe, Treppe hoch. Ja, so muss man sich das vorstellen. Schnee schieben musste ich auch, also so eine Mietwohnung. Da habe ich so ein Kehrblech genommen, es hat Spaß gemacht dann in dem Schnee. Hat ein bisschen gedauert, ne, mit dem Kehrblech, aber ging. Ja, also es war immer eine Lösung. Hilfe ging damals noch nicht, also Hilfe annehmen war ein Thema für mich. Das habe ich erst später. Jetzt macht's klingen, ne? Aber war wichtig, weil sonst hätte ich das ja nicht gemacht wahrscheinlich. Weißt, ich hätte nicht gelernt, dass es möglich ist, wenn ich von Anfang an die Hilfe immer gesucht hätte. Und das habe ich erst später dann, ist noch gar nicht so lange her. Es war immer wieder ein Thema mit dem Hilfe annehmen. Ja. Aber jetzt geht das. Also jetzt kann ich entscheiden, das ist Freiheit. Jetzt kann ich sagen, helf mir oder lass es. Ja. Noch Fragen zu den Kindern? Ja, bei meiner Tochter schon. Da war ich ja dann in der Trennung. Also da war die Scheidung länger als die Ehe. Ja. Da war ich kurz auf Sozialhilfe, dann bin ich arbeiten wieder. Also bis das geregelt war. Und dann bin ich arbeiten gegangen. Da war sie bei einer Tagesmutter. Beim Pascal waren wir ja, also wir haben uns, sind auseinander, da war er 4. Da war ich aber auch schon wieder am Arbeiten. Also ich habe immer gearbeitet. Ja, doch. Also ich habe auch mit dem Alleinerziehenden nicht ein Riesenthema gehabt, weil es hat ja auch seine Vorteile. Bestimmte Entscheidungen können wir alleine treffen. Ja, also war auch in Ordnung. Ja, also jetzt bin ich verheiratet und ne, der ist aber gerade auf der Fähre nach Teneriffa. Ja. Also ich habe ja mal gedacht, dass Freiheit geht nur mit Unabhängigkeit. Ne? Also am besten, also irgendwie, weiß ich auch nicht, wie das beziehungstechnisch hätte laufen sollen, aber irgendwie hat es eben ja auch nicht funktioniert. Ja, und heute leben wir in der Beziehung eine Freiheit, und das ist was, wenn, also kann ich nur von mir so sagen, wenn du erlebst in einer Beziehung, dass jeder Konflikt, alles was du denkst, was du fühlst, auch sein darf, ohne dass der andere das persönlich nimmt, sondern wir wissen beide, wir sind einfach diese Menschen, manche Dinge passieren, manchmal ist man mal sauer, ja, aber wir fühlen uns niemals im tiefsten Kern getroffen. Und das schenkt Freiheit, das kann ich auch den anderen gehen lassen.
Ich kann eifersüchtig sein und ich kann ihn lieben. Ja? Also das ist eine ganz andere Qualität, das zu leben und zu wissen, das schließt auch, wir sind jetzt nicht beide, wir bleiben unser Leben lang, müssen wir zusammenbleiben. Wer weiß das denn? Das wäre cool. Aber ja, wir sind Menschen, hallo. Ja, wir wissen es nicht. Aber sollten wir uns trennen, wird diese Trennung eine Qualität haben, die weiter trägt. Und das macht den Unterschied. Und das habe ich schon bei meinem Vater von Pascal auch gelernt gehabt und so. Wir sind heute sehr gute Freunde. Wir sind immer Eltern geblieben. Das ist was ich oft vermisse, wenn Trennungen geschehen. Die geschehen, das ist nichts Schlimmes. Aber diese Vermischung von Paar- und Elternebene auf Kosten der Kinder ist No-Go für mich. Sollten wir so erwachsen sein, das geregelt zu bekommen. Und immer wenn da noch Verletzungen sind, dann ist natürlich das Kind in uns aktiv. Aber wir sind ja sehr selbstreflektierte Menschen, wir wissen das. Und handeln danach. Ne? Ja, ist Freiheit für mich. Ja? Diese Freiheit wirklich in einer Beziehung auch zu leben. Und ich muss keine Rechenschaft ablegen und er auch nicht. Wir tun das, weil wir das wollen. Also ich finde es immer geil, wenn man so sagen kann, also ich bin glücklich, aber wenn du dabei bist, ist es noch geiler. Das ist cool. Ja, wenn ich brauche, wird es blöd. Ja, für mich. Aber es ist nur meine. Ja, nein, es ist ja ein Symbol. Ne? Und der Wert dahinter ist Freiheit. Ja. Und das, was ich tue, das, was ich jetzt tue, ob ich schreibe, ob ich jetzt hier was erzähle, ob ich in Interviews bin, ich war ja jetzt in den Mainstream-Medien auch unterwegs, seitdem schaue ich wieder ein bisschen mehr Fernsehen, so schlimm ist es nicht, ich habe es überlebt. Ja, all das gehört für mich dazu. Ja, und wohin der Weg mich im Endeffekt führt, das kann ich dir nicht sagen. Also da ich schreibe mir Visionen gerne auf. So eine Fünf-Jahres-Vision, wo wäre ich gerne oder so. Aber im Grunde ist mir vollkommen gleichgültig, ob ich da ankomme oder nicht. Ja? Ich weiß, das hat Kraft. Wir können die Dinge visualisieren. Nur hat mein ganzes Leben immer bestimmt diese innere Stimme in mir, die gesagt hat, geh da. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was daraus wird. Aber das war mit die geilsten Wege. Manchmal habe ich noch ein bisschen, ne, weil ist noch nicht so sicher immer. Ja, aber deswegen ist das offen. Aber alles, was ich tue, du wirst mich, Anita, du wirst mich nirgendwo mehr, schon seit Jahren eigentlich, siehst du mich, ich habe das schon immer getan, siehst du mich, auch wenn ich nur einkaufen gehe, in Anführungszeichen, das ist meine Mission. Jede Minute. Ja. Ja, glücklich sein ist nichts, was man schafft. Ah, also nicht für mich. Weil das würde bedeuten, ich brauche ja etwas, muss ein Ziel haben, irgendwo hin. Das ist cool, ein Ziel ist immer gut. Ja? Aber glücklich sein ist ein Zustand, der erreicht wird, wenn wir gewisse Dinge, also für mich, so kultivieren. Das kann ich über die persönliche Ebene tun, da muss ich ein bisschen was erreichen, ein bisschen was tun. Ja? Und ich kann eine Wahl treffen und sagen, das heißt, bist du dir bewusst, wer du wirklich bist? Wenn du dir bewusst bist, wer du wirklich bist, ist das hier eine Gnade, es ist geil, hier zu sein, ja, bei allem, was da draußen passiert. Mein höchster Wert? Freiheit. Glücklich sein ist was, wenn wir was hinterfragen, wenn du Wünsche hinterfragst bei Menschen, warum sie was sich wünschen, das ist ganz egal, ob es materiell ist oder irgendein Wert, wir enden immer beim Glücklichsein. Das ist ein Geburtsrecht, das ist das, womit wir auf die Welt kommen. Wir tun ja alles dafür. Ja, um irgendwo dahin zu kommen. Und ich habe einfach für mich, das ist so wir haben ja diese Bedürfnisse und die sind ja in uns. Das ist auch total in Ordnung. Wir leben sie nur etwas verquer manchmal aus. Ja. Und es gibt für mich aber noch eine weitere Ebene. Ja? Und die ist? Das ist der Bewusstseinszustand, dass du eben mehr bist. Dieses nicht wissen nur, sondern wirklich begreifen, dass du mehr bist als dieser Körper. Als deine Gedanken, deine Emotionen, all das, was uns ja so oft ausmacht. Ja? Danke. Bitte. Hättest du ja gleich sagen können, dass du das hören willst. Mich interessiert, bist du, also ich nehme an, dass du an Gott glaubst. Und ich frage mich, ob das damit zu tun hat oder bist du gläubig geworden durch
den Unfall und mit dem, was du danach erlebt hast und durch dein Wachsen natürlich auch dadurch. Und wenn ja, hast du eine Vorstellung, was das Leben nach dem Tod angeht? Also, dann erzähle ich das kurz. Also ich bin ja in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen, Opa Küster, evangelisch. habe mich nie gefragt, ob ich daran glaube oder nicht. Bin auch nie in die Kirche oder solche Geschichten, Konfirmation noch gemacht, weil man das musste, war aber mit einigen Dingen nicht einverstanden. Und wie die vielen Todesfälle kamen, lass es mich kurz fassen, wenn jemand das Wort Gott in den Mund genommen hat, wurde mir übel. Also ich war komplett erstmal weg von der ganzen Geschichte, was damit zu tun hatte, und hatte dann auch eine Erfahrung. Ich würde das jetzt nicht, wir können das Gott nennen, das mag sein, für mich ist es das Leben, weil Leben ist nicht in eine Schublade passbar. Gott hat irgendwie eben oft schon ein Bild oder irgendetwas. Ja? Das Leben, dem vertraue ich. So würde ich das sagen. Ob es Leben nach dem Tod gibt, ich bin ein Mensch, es hat zwei Seiten. Ich sage, für mich bin ich überzeugt, ja. Wissen tue ich es nicht. Das ist mein Verstand. Und genau dieses Paradox, es nicht zu wissen. Wir können ja, also ich habe so viel Erfahrung gemacht und trotzdem bleibt dieser Rest. Wirklich? Weiß nicht. Ich war ja noch nicht, ich werde es erfahren. Ja? Ich bin gespannt, aber ich weiß es definitiv nicht. Und von dem her ist für mich das Leben auch einfach kostbar. Weil, was, wenn das alles Humbug ist? Dann habe ich gerne ein geiles Leben jetzt gehabt. Ja? Also, aber ich selber bin überzeugt davon. Ne? Schon. Waren zu viel Erfahrungen. Ja, aber wie gesagt, ich komme zurück und berichte. Ja, ja, klar. Vielleicht bin ich ja schon das fünfte Mal hier. Ne? Ja. Also ich würde es nicht Gott nennen. Also keine Religion, ne, in dem Sinne. Du hast erzählt und es hat sich, deine Geschichte hat sich so angehört, als hättest du dich sofort damit abgefunden. Mit dem Unfall. Das schaffen wir schon oder so. Oder gab es da eine Phase, wo du durch musstest von Verzweiflung oder nicht annehmen wollen? Den Unfall? Ja, oder dein Zustand? Nein. Keine. Nee. Also aus der, sag mal jetzt auch Rückschau oder Reflexion oder wie auch immer, war das also wirklich nie ein Thema für mich. Es war im Grunde ist es auch so, als wenn mein Leben da erst begonnen hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also es ist aber einfach mein Empfinden. Ja, und ja, der Verstand ist rege, weil ich weiß nicht, was er sich so zurechtredet. Aber ich habe nicht einmal damit irgendwo mir gewünscht oder mich gefragt, warum ich, also wenn ich jetzt fünfmal zum Zahnarzt musste oder so, ich habe oft so, wie heißt das? Katheter wegen Urin, wegen den Nieren, haben die immer Angst gehabt und so weiter. Das musste ich relativ oft. Da habe ich schon gefragt, warum ich. Das fand ich nicht so nett. Ja, aber der Unfall nicht. Ich war relativ schnell auch in dem Bereich dankbar. Das weiß ich noch, weil wir hatten einen Nachbarsjungen, der war blind oder er blindete durch eine Augen-OP. Und ich bin immer nach Hause und war wirklich dankbar und froh, dass ich diese Welt noch sehen kann und mir nur die Beine fehlen. Also das war relativ schnell da. Also sie haben mich nicht spüren lassen, dass irgendetwas anders ist. Mein Vater hatte ein bisschen mehr mit dem Außen, also weil Menschen gucken, klar. Ich bin dann ja immer auf Händen noch gelaufen, dann gucken sie noch mehr. Also er ist ein bisschen schwieriger für ihn gewesen. Meine Mutter hat mich überall mit hingenommen. Das hat natürlich Auswirkungen im familiären Bereich gehabt. Das ist gar keine Frage. Ich kann hier nur von mir sprechen. Als Kind war für mich das total fein. Also ich habe da nicht, deswegen wahrscheinlich auch diese schnelle Selbstständigkeit. Als Paar hat das natürlich aber noch einige andere Dinge. Das ist eben die Geschichte meiner Eltern. Die, ja, ist denen ihre, die dürfen die erzählen. Ja, das ist nicht mein Part. Ja. Aber für mich als Kind war, ja, war das okay. Das hat so zwei Seiten. Auf der einen mein Vater so ja, meine Mutter ja, nach außen ja. Und irgendwo hatte sie aber auch irgendwas in sich, was gerne gewollt hätte, dass ich mich so selbstständig geworden wäre. Ja, ja, aber das zeigt sich natürlich auch für mich erst, wie ich erwachsen war. Also das als Kind war das cool. Ja. Ja. Mein erster Freund in der Schule, 15, glaube ich. jetzt der Vater von Sammy, Amerikaner, Diskothek. Ja, das war ich mehr Disco.
viel Party und so. Ja, dann Thomas, durch eine Freundin auch eine Kneipe. Ja, wo war ich? Ja, nicht, es sind ein paar. Die, ich erzähle ein paar, jetzt erzähle ich nicht. Mein jetziger Partner war Teilnehmer bei mir im Kurs. Also ich will jetzt nicht weiter, ich habe ja erfahren, es gibt echt eine schräge Welt. Ne? Da wusste ich bis vor 2 Jahren nichts von. Vielleicht waren das alles solche Typen. Ich muss mal nachhaken. Nee. Ja, ehrlich. Aber nein. Ich kann da kurz so eine Anekdote zu erzählen. Ich habe eine Arbeitskollegin gehabt, die hatte spastische Lähmung in den Beinen. Also die ist immer so ein bisschen, also, ne? So. Das Becken ist nicht richtig, also die Beine sind immer so gerade gelaufen. So. Nee, die hat noch so gewackelt, sowas. Ja, und die saß mir gegenüber. Und die wollte zum Beispiel immer, also die wollte wirklich Familie, die wollte einen Mann. Und die hat sich im Internet und bei Chats und jesuschat.de und ich weiß nicht, wo die überall war, Blind Dates ausgemacht. Das hat nicht funktioniert. Und ich habe immer gesagt, das hatte auch damit nichts zu tun. Die hat sich eine irre OP in Heidelberg unterzogen, um sich diese Sehnen umlegen zu lassen. Danach kam sie und lief wie Charlie Chaplin. Ich sage, das ist jetzt besser. Ja. Ich sage, das hat damit nichts zu tun. Sie hat das nicht begriffen. Ja. Wenn ich in mir auch nur einmal noch gedacht hätte oder irgendein Gefühl davon, ich bin nicht keine vollständige Frau, ich bin nicht schön oder was auch immer, wäre das vielleicht auch nicht so gelaufen. Ja, das war bei mir nie die Frage. Und es gibt, na klar, verliebt man sich mal in Typen, die wollen einen nicht. Das passiert. Ja, ja, aber das hat ja nicht immer was also mit meinem Körper oder so zu tun. Da ist man dann unglücklich verliebt, das gehört dazu. Und gut ist es. Ja, aber wenn ich natürlich irgendwas in mir ablehne oder an mir, dann Resonanz, ich transportiere das nach außen. Und ich finde vielleicht jemanden, das mag sein, ob der mir gut tut, sei dahingestellt. Ja, also ich hatte nie. Ich habe mich immer vollständig gefühlt und ich weiß, dass auch viele, also Männer reden ja nicht so viel. Lars, du könntest doch ein bisschen was erzählen. Ich habe immer wieder Rückmeldungen, dass Menschen nicht wahrnehmen, dass ich keine Beine habe, wenn die mich irgendwo erleben oder sehen. Ich habe letztens auch im Vortrag auch eine Mail bekommen, die hat erst nach 15, ich saß auf dem Tisch, also in der Höhe, ne, wo man das wirklich sehen konnte, Rollstuhl, war platzmäßig nicht möglich. Und die hat mir dann geschrieben, dass sie das erst nach 15 Minuten gemerkt hat. Ich sage, cool. Das ist genau der Effekt, wenn ich irgendwo arbeiten war, dann ist klar, der Rollstuhl erstmal im Vordergrund, wenn ich neu irgendwo reinkomme, mein Körper. Und der Moment immer dann, wenn gehst du mit Inlinern und dann weiß ich gut durch. Jetzt ist Silke da und das ist weg. Und das war immer das, wo, ja, was für mich wichtig war. Und das kann jeder. Also das ist wirklich was wir lernen können, auch ein Stück. Ne? Wenn man das nur ein bisschen Probleme mit hat, also das ist lernbar. Liebe Silke, ich erlebe dich immer als eine ganz humorvolle Frau. Und du hast ja gerade auch gesagt, Humor wäre eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir im Leben brauchen und die du auch kultivierst. Aber ich weiß nicht, ob dir spontan was einfällt drauf, aber gibt es irgendetwas, was dir den Humor verschlägt? Was mir den Humor verschlägt? Gibt sicher, fällt mir nur gerade nicht ein, lass mich überlegen. Sammy? Also es gibt sicher was, da bin ich mir ziemlich sicher. Da weiß deine Tochter vielleicht eher Bescheid. Ja, weiß die eher Bescheid. Nein, ich kann mich ja auch über gewisse Dinge, ne? Nicht ärgern, wäre das falsche Wort, aber die berühren mich sehr tief. Ja? Da ist jetzt dann Humor vielleicht auch nicht angebracht. Aber es gibt Dinge, auch so, was wir halt jetzt so erleben auf diesem, ne, schönen Planeten, da ist Humor manchmal nicht angesagt bei mir. Ja? Aber es ist auch nicht Ärger groß. Nee. Es ist einfach ein Berührtsein, ne? Und ein Wunsch in mir, dass wir uns das nicht so schwer machen. Wäre cool. Ja, okay. Also, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. War schön. Ja? Und enjoy life.